Frau Dagmar Anders, ja. Die Zuschauer von KWTV und wir möchten Ihnen ganz herzlich zu Ihrem runden Geburtstag gratulieren. Danke. Hm, jetzt. Danke. Nehmen Sie einmal die Blümchen. Danke. Liebe Dagmar Anders, was war für Sie als Künstlerin die größte Herausforderung in Ihrem Leben? Für mich als Künstlerin war eigentlich die größte Herausforderung in meinem Leben, von der Kunst auch leben zu können. Weil meine Bilder, die ich geschaffen habe, alle Werke, die ich geschaffen habe, sind ja ein Teil von mir. Man legt ja alles in so eine Arbeit hinein und möchte dann natürlich dieses Stück von sich selbst gerne behalten. Aber wenn man Künstler ist, muss man ja auch davon leben. Und ich muss also das, was ich geschaffen habe, auch vertreten und muss es transportieren können. Und dann muss ich mich, wenn ich es verkaufe, natürlich dann davon trennen. Und das ist jeden Tag die größte neue Herausforderung. Dinge, die man selber geschaffen hat, wo man alle Liebe, alles Können, alle Erfahrung, alle Philosophie hineingelegt hat, dann abgeben zu können. Und wenn das aber dann Leute kaufen, die sehr viel Freude daran haben und auch Verständnis dafür, dann ist diese Herausforderung eigentlich auch erfüllt. Hm? Ja, dieses Trennen bedeutet ja dann auch wieder Platz für neue Ideen, neue Inspirationen. Das ist richtig, das ist richtig. Und ja, wir wollten nochmal auf die Techniken zur Sprache kommen, die Sie so benutzen und verwenden. Ja. Könnten Sie dazu einiges sagen? Ja, sehr gerne. Also in der Malerei habe ich eine Technik zur Perfektion gebracht in den 70er Jahren und das ist die Ölpastellmalerei, mit Ölpastellkreide zu malen. Aber das reichte mir dann nicht, weil man kann dann eine bestimmte Richtung malen, aber das Leben ist so sehr vielfältig. Und so vielfältig wie das Leben ist, so vielfältig sind auch meine Techniken. Und auch das war eine Herausforderung. Man hat nämlich das immer wieder angegriffen und gesagt, ein Künstler muss einen Stil haben, eine Technik. Ich verwende Ölpastellkreiden, ich male in Öl. Ich mache jetzt auch koloriertere Produktionen und zu den Techniken gehört ja auch die Art des Materials, wie es verarbeitet wird. Also ich liebe da die Spachteltechnik ganz besonders, ein Bild zu spachteln oder aber auch zu malen mit dem Pinsel in ganz traditioneller Weise, aufgebaut auf den Gesetzen der traditionellen klassischen Malerei. Und deswegen können Sie meine Bilder auch alle betrachten. Bei mir ist wichtig, dass Form, Inhalt, Farbe und die Aussage übereinstimmen. Aber ich male ja nicht nur, wie Sie vielleicht wissen, sondern ich entwerfe ja auch Kleider, bemale Kleidungsstücke, entwerfe die auch. Oder ich schreibe Lyrik, habe auch ein sehr schönes Kinderbuch geschrieben. Ich bin auch Bildhauerin, wobei ich das im Moment nicht ausübe, aber ich habe es gelernt von der Pike auf bei meinem Vater Alfons Anders, der auch ein sehr bedeutender Künstler war, leider verstorben ist vor anderthalb Jahren. Und ich bin also sehr vielseitig. Nun können Sie sich vorstellen, dass das alles unterzubringen ja gar nicht so einfach ist. Allerdings in den letzten Jahren tritt die Malerei verstärkt in den Vordergrund. Haben Sie gerade eine laufende Ausstellung? Ja, ich habe im Moment in der Gärtnerei Hoffmann in Schwerin einen Raum gestaltet, Bezug nehmend auf die Vorweihnachtszeit im Advent, sehr schön. Und eine Ausstellung in dem Sinne ist immer im Bezug mit meiner Werkstatt und mit meinem Schaffen in den Räumen zu sehen, natürlich, wo ich arbeite. Die nächste Ausstellung wird sich dann im Dezember im Galeriecafé in Barut befinden, wo wir schon seit Jahren ausstellen, gestellt haben, mein Vater und ich und jetzt ich alleine. Und am 27. November in Königs Wusterhausen wird eine Matinee stattfinden, im Zusammenhang auch mit einer Ausstellung von 10 bis 14 Uhr und zwar im Zusammenhang mit Mode, Design, Mode, Malerei, Farben, ist alles sehr schön, gehört alles irgendwie zusammen.
Und da werden neue Modelle präsentiert und im Zusammenhang mit den Bildern spreche ich auch über Farbe und die Wirkung von Farben. Die wird nämlich sehr oft unterschätzt. Wenn sich jetzt jemand von unseren Zuschauern ganz besonders für Sie interessiert, kann er auch zu Ihnen kommen ins Atelier, sehen, wie Sie schaffen, sehen, was Sie gemacht haben. Ja, nachdem also die letzte Außenausstellung am 2. Dezember aufgehangen worden ist, ist dann im Atelier jederzeit die Möglichkeit, sich mal Bilder anzuschauen und Anregungen für das Weihnachtsfest zu holen, eventuell auch Fragen, wie kann ich was rahmen, das ist ja auch sehr wichtig, oder wie kann ich zum Beispiel meiner Frau eine schöne Bluse, Designerbluse schenken und dafür ist das Atelier da und ich bin also jederzeit auch gerne bereit, Auskünfte zu erteilen und Tipps zu geben für die Malerei. Liebe Dagmar Anders, unsere Zuschauer, die sind jetzt bestimmt auf den Geschmack gekommen und möchten Sie gerne im Atelier mal besuchen. Ja. Wäre das möglich? Ja, natürlich. Ich freue mich über jeden Menschen, den ich neu kennenlerne. Es ist für mich eine Anregung, es ist für die Leute eine Anregung. Die Bilder sind eine Anregung und selbstverständlich können Sie mich im Atelier besuchen, vielleicht sogar mal über die Schulter schauen, wenn ich arbeite. Das wäre schön. Das ist ein richtig nettes Angebot und ich sage Dankeschön, Frau Anders, für ich diesen Einblick. Ich bedanke mich auch. Ja, und ich wünsche Ihnen nochmal alles Gute. Danke. Viele Ideen, dass Sie alles durchsetzen können, was Sie so in Ihrem Köpfchen haben. Alles wird nicht möglich sein, vieles sagen wir. Und wenn die Gesundheit mitspielt, dann ist das schon okay und dann kann man vieles verwirklichen. Danke auch.